So, da sind wir wieder bei East Origins. Und wir sind immer noch mitten in unserer Planung, wie wir weiter vorgehen. Also, wieder zurück zu Galleon. Wir heiligen Ritter... ...möchten... ...wären geehrt, wenn wir als erweiterte Wache dienen können in dieser Suche. Gestattet. Und ich würde die Magier bitten, für nach weiteren Gefahren, nach weiteren magischen Fallen Ausschau zu halten. Seitdem jetzt eine hier bestätigt wurde. Denkt daran, der Gegner hat einen sehr talentierten Zauberer in seinem Dienst. Es ist wichtig, dass ihr alle mit äußerster Vorsicht vorgeht. Das werden wir. Ich tue mein Bestes. Eigentlich bin ich ja froh, dass ich wieder gehen kann. Ich werde überall hingehen. Eigentlich, Rico, bin ich... ist es mir unwohl, dich zu bitten, hier in der Basis zu bleiben. Warum? Du bist sehr, sehr gut darin, das mystische Wissen deines Hauses zu benutzen. Bist du es nicht? Oder? Speziell die Zauber der Verstärkung. Ich denke, viele starke Gegner liegen in diesen, warten in diesen Mauern auf uns. Also möchte ich dich bitten, hier zu bleiben und deine Magie zu benutzen, die Suchgruppe zu verstärken, die Waffen der Suchgruppe zu verstärken, wenn nötig. Ah, okay, kein Problem. Ich bin froh, wenn ich von Nutzen sein kann. Und jetzt sind wir wieder unter den Rittern. Ich bin erstaunt, Yudika. Ich muss sagen, Yudika, ich bin erstaunt, dass es dir möglich war, so weit im Turm voranzukommen. Du musst eine ziemlich große Menge Dämonen bekämpft haben, um so weit zu kommen. Ja, ich denke. Ihr Blick sieht ein bisschen deprimiert aus. Unsere kleine Yudika ist sehr schnell groß geworden. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Für mich sind diese Aktionen immer noch die eines Amateurs. Versteh mich falsch. Die Informationen, die du uns gebracht hast, waren eine große Hilfe. Aber wir haben keine Ahnung, gegen was wir hier kämpfen. Du musst dir deine eigenen Grenzen bewusst sein, Yudika. Du kannst nicht einfach so mit dem Kopf durch die Wand gehen. Es tut mir leid. Das ist unsere Cecilia. Immer schnell darin, das Offensichtliche zu sagen. Reizt mich nicht. Cecilia hat recht, Yudika. Ich weiß, wie viel du dich um die Göttinnen sorgst. Aber du darfst deine Gefühle nicht deine Wahrnehmung trüben lassen. Ja, Sir, ich verstehe. Okay. Da das jetzt geklärt ist, denke ich, dass die Heiligen Ritter nur mit der Suche und Rettung beginnen sollten. Zum Glück sind die Dämonen auf den unteren Ebenen so schwach, dass wir sie... 1 gegen 1 besiegen können. So wird unsere erste Aufgabe sein, uns aufzuteilen und die Umgebung weiter zu erkunden. Sollte die Situation
sollte eine Situation auftauchen, in der Verstärkung benötigt wird, sorgt dafür, dass ihr die anderen unverzüglich kontaktiert. Tut es nicht alleine. Mit dem allem gesagt, soll das Kriegsglück auf euch alle lächeln. Ja, man merkt, dass er ein ziemlicher Krieger ist. So. Jetzt sind wir wieder an der Tower-Basis und das Erste, was wir machen, ist mit Rico reden. Hey, Judica, soll ich dir deine Waffe verstärken? Ja, genau. Das wäre großartig. Okay, lass mich sehen, was wir machen können. Vielleicht sollte ich dir erstmal erklären, wie das funktioniert. Pass auf, es gibt eine... Es gibt ein Ritual, das von Gema zu Gema weitergegeben wurde. Es hat die Fähigkeit, Gegenstände zu verstärken und stärker zu machen. Rico, musst du mir das wirklich alles erzählen? Magie macht mir wirklich immer Kopfschmerzen. Tut mir leid. Ich denke, Magie ist eine dieser Zeigen, nicht erklären Sachen, wenn du es richtig betrachtest. Rico nimmt ein Stück Kleria-Erz aus seinem Rucksack. Ja, das Ganze kennen wir ja, das haben wir von diesem einen Rohr schon erlebt. Und ja, jetzt redet er seinen Spruch, der leider ein bisschen zu schnell war und von selber ging. Also er sagt so etwas wie, Kleria, du reines Erz, möge dein Segen auf diese Waffe übergehen und sie stärker machen. Und Judicas Waffe ist jetzt Level 3. So, eine verstärkte Waffe. Wow, das war schnell. Fühlt sich so ähnlich an wie das, was der Rot getan hat. Ja, dann haben wir es nochmal angesprochen. Danke, Rico. Kann ich es später zurückbringen für eine weitere Verstärkung? Oder ist es nicht so, wie es wirkt? Es tut mir leid, leider nicht. Ich brauche ein neues Stück Kleria-Erz jedes Mal, wenn ich den Spruch spreche. Und leider war das mein letztes Stück, was ich dabei hatte. Ah, das ist schade. Ich schau mal, wenn ich noch mehr finde, dann werde ich dir Bescheid geben. Klingt nach einem Plan. Falls du es schaffst, noch mehr zu finden, du weißt, wo du mich finden kannst. Und ja, wir haben eine Waffe Level 3 und damit geht es jetzt zurück zum gefluteten Gefängnis. Genau an dieser Stelle, wo wir vorher gegen Epona gekämpft haben. Und jetzt haben wir eine stärkere Waffe, mit der wir dem hier schneller verprügeln können. Und wir wurden gerade mal wieder gepoisoned. Und ja, hier über die Plattform geht's als nächstes. Erst einmal den da unten verprügeln und dann das Riesenvieh hier, das so wie was Heilkraut für uns dabei hatte. Und dann geht's hier weiter. Wieder solche Giftspucker. Ihr vergiftet uns diesmal nicht. Den Giftspucker zuerst ausschalten. Und dann können wir uns in die Riesenbestie verwandeln. Und hier unten haben wir wieder ein Zeiträtsel. Wir müssen nämlich diesen Knopf drücken. Und dann werden wir hier runtergeschubst von dem Großen hier. Der sich so dick aufplustert und tot ist, bevor er überhaupt noch was machen kann. Ups. Ja.
Warum springst du nicht, wenn du es sollst? So, jetzt noch den hier erledigen. Und was haben wir in der Truhe? Noch einen Emerald. Jetzt ist der Wirbelwind noch stärker. Können wir ihn ja mal aufladen. Und damit die hier ziemlich schnell weg machen. Und ja, dieser blaue Schleim ist ein toller Gegner, weil er sich aufspaltet, ziemlich leicht zu besiegen ist. So, der erste von den beiden ist weg. Hat ein starkes Heilkraut da gelassen. Was gut ist, und der nächste ist weg. Und ja, hier geht es jetzt ins geflutete Gefängnis, ins richtige geflutete Gefängnis. Ah, hier müssen wir nochmal zurück. Hier muss man nämlich schnell sein. Ja, ups. Das war falsch. Eigentlich müsste das Ding ja funktionieren. Da muss ich da zuerst den hier ablegen. So schnell dürfte diese Schüsse da eigentlich gar nicht ausgehen. Ja, genau, es müsste eigentlich wie hier sein. Das ist mir auch noch nie passiert, halt gerade eben. Naja, müssen wir uns halt nochmal hier durchkämpfen. Durch die Giftmischer hier. Ich schiebe das jetzt alles mal auf den Vorführeffekt. So. Hier den Giftspritzer wieder erledigen. Und da brauchen wir auch, glaube ich, wieder hier aus der Truhe den. Ja. Ich bin immer reif. Ja toll, wir sammeln den Emerald ein, während wir hier gegen die Viecher kämpfen. So. Jetzt geht's hier wieder lang. Den Gegner durch. Und an dem wieder vorbei. Und jetzt müssen die Drachenschuppen hoffentlich wirken. Und sie tun es auch. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich hier durch das Gefängnis durchrennen. Durch diesen gefluteten Teil.
und sind schon wieder weiter draußen. Und da ist wieder ein Speicherpunkt, der kommt ja genau richtig. Hier können wir wieder mal speichern, mittlerweile auf Level 12. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erst einmal wieder einen Cut. Bis zum nächsten Mal.